Moin, wir müssen hier mittlerweile schon mit quasi dem Restlicht des jetzt ja sich zum Ende neigenden Tages arbeiten. Stefan und ich sind jetzt mal unter der Woche, ja, unter der Woche, bei mir ganz selten, mal für eine Stunde oder anderthalb ans Wasser gefahren. Wir haben nämlich einen kleinen Hintergedanken dabei. Wir wollen nämlich jetzt kommendes Wochenende eventuell mal auf Friedfisch los. Bei uns aus Friesland im Verein ist jetzt die Schonzeit angebrochen, das heißt Spinnrute muss jetzt leider erstmal zu Hause bleiben und da haben wir uns gedacht, können wir ja mal ein bisschen den Friedfisch nachstellen, wie so viele das in der Schonzeit ja probieren. Sind jetzt an kleinen ja, Poldergraben gefahren, nicht allzu tief, aber eine leichte Grundströmung drin und erhoffen uns da so ein bisschen, dass die Friedfische hier halt trotz der niedrigen Temperaturen aktiv sind. Wir haben jetzt hier in der Dreiviertelstunde, wo wir hier sind, auch schon ein paar Aktivitäten beobachten können. Teilweise an den Posen. Kann natürlich auch sein, dass es durch die Strömung bedingt ist. Trotzdem ist hier einiges an Aktivität dafür, dass es so kalt ist. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir jetzt Samstag auch hierher fahren oder eventuell noch ein Gewässer wechseln. Das stellt sich dann raus. Wir gucken mal, was jetzt hier noch die restliche halbe, dreiviertel Stunde bringt. Weil allzu lange können wir aufgrund dessen, dass wir in der Woche hier sind und Stefan gleich auch noch weg muss, leider nicht machen. Mal gucken, was hier noch so geht. Wie gesagt, ist ein ganz zärtlicher Versuch. Wenn wir wirklich mal auf Friedfisch jetzt am Wochenende angeln, dann gehen wir das natürlich ganz anders an. Wir haben jeder auch nur zwei Ruten drin, jeweils mit Made und eine mit Wurm. Und dann im Schauen. Ja, ich habe auch gerade schon mal was Schönes gepostet. Das ist nämlich ein Testansitz. Ja. Schönes Foto. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass du ein Foto gemacht hast. Könnt ihr mal sehen. Nö. Auf jeden Fall wird es, sobald die Sonne jetzt weg ist, wir hatten es heute über Tag zwar auch nicht viel über 0 Grad, aber man konnte doch ganz gut merken, dass die Sonne da war. Und jetzt, wo die Sonne so langsam weggeht, merkt man doch, dass es schon ganz schön kalt wird. Aber gut, wir haben halt noch Februar. Was will man anderes erwarten? Ne? In anderen Teilen Deutschlands haben wir noch Schnee liegen. Ja, ich würde sagen, wir gucken noch ein bisschen. Ja. Und wenn das nichts werden sollte, dann melden wir uns dann am Samstag wieder. Dann bei unserem richtigen Friedfischansitz. So machen wir das. Jo, erstes Rotauge. Gefangen auf zwei Maden. An der Fiedermontage. 20 Minuten hier, erster Biss. Nächste Schnitt in unserem kleinen ja, Wintervideo, in dem wir halt keine Fische fangen, bis auf das Rohlage von Stefan. Und jetzt haben wir uns entschlossen, machen wir das mal ganz einfach. Wir sind so verzweifelt, wir fahren jetzt in Puff. Tuff, ja. Tuff, tuff. Wir fahren in den Puff. Genau. Nee. Wir fahren jetzt zum Forellenteichchen und probieren da ein bisschen unser Glück. Und müssen vorher allerdings noch beim Gerätehändler vorbei, wollen ein paar Köder. Aber dann melden wir uns, wenn wir wieder beim Teich sind. Also, bis gleich.
eingedeckt beim Gerätehersteller. Sind wir jetzt auf dem Weg zum Puff. So absurd das klingen mag. Wir melden uns gleich vom Wasser hier. Schöne Regenbogenforelle ist auf eine Bienenmade eingestiegen, auf Pose. Auch schon direkt nach 20 Minuten haben wir halt ein bisschen rumprobiert, wo die Fische jetzt stehen, weil es ja nicht gerade der wärmste Tag ist, beziehungsweise die wärmste Jahreszeit. Und daher ein bisschen probiert auf Grund, ja, ein bisschen Meter Tiefe, mal 2 Meter Tiefe mit der Pose, mal 3 Meter. Und die hat jetzt direkt neben einem Baum gebissen, auf ja, 70 cm Tiefe, sag ich mal. Ja, erster Fisch. So kann es weitergehen. So, jetzt sind wir jetzt am Puff angekommen. Drehen wir kurz hier. Wir waren auch schon ganz erfolgreich. Zeigen wir euch nachher. Denn der Stefan, der hat eine schöne 38er Regenbogenforelle gefangen. Ja, wir haben ein paar zaghafte Bisse, aber ein bisschen schwierig hier. Wir sind mit ein paar anderen Anglern an dem Teich und wir sind die Einzigen, die was gefangen haben. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden und ja, wenn wir nochmal die wieder live bissmäßiges kriegen sollten, dann werden wir uns melden. Ich möchte noch mal anmerken, ich bin der Einzige, der was gefangen hat. Ja. Vom ganzen Teich. Muss ich ja ein bisschen Vorsprung geben. Nicht, wenn ich jetzt die erste gefangen hätte, würde ich jetzt erweitern.